Nach dem Corona-Krisengespräch von Bund und Ländern hat der Chef der Linksfraktion Bartsch eine bundesweit koordinierte Rückhaltaktion für ehemalige Pflegekräfte gefordert. Pro Kopf soll dafür eine Prämie von mindestens 10.000 Euro gezahlt werden. Außerdem fordert er eine fünfstellige steuerfreie Prämie als Bonus auch für alle Pflegekräfte, die noch in ihrem Beruf sind. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, möchte vor allem Pflegekräften, die auf Intensivstationen arbeiten, einen steuerfreien Bonus von 5.000 Euro zahlen. Wir müssen an die denken, die nicht jeden Tag eine Sitzung machen können, sagte die SPD-Politikerin.